So brauchen Sie sich jedenfalls nicht um durch den Verkehr. Wir haben immer noch Aprilwetter. Nein, wir haben Pfingsten. Tag, es ist Sonntag, der 15.05.2016. Pfingstsonntag. Und ja, das Wetter ist so wie vorhergesagt, obwohl wir es hier oben noch recht gut getroffen haben. Eigentlich, ich glaube, ich hatte schon angekündigt, wollten meine Eltern heute kommen und den Hund zurückbringen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, da ja Pfingsten ist und die Straßen wahrscheinlich doch ein bisschen voller sind und so. Und ich außerdem gestern schon sagen konnte, dass ich Mittwoch, Donnerstag frei habe, dass ich am Mittwoch in die Uckermark fahre und den Hund abhole. Und ja, also wenn ihr das seht, ist der Hund schon wieder hier, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. So brauchen sie sich wenigstens nicht durch den Verkehr quälen und mit dem Hund im warmen Auto, wo meine Eltern ja haben ja Klimaanlage im Auto. Es geht also. Naja, aber ist so dann doch besser. Außerdem kann ich mein Auto in die Werkstatt bringen, wahrscheinlich am Mittwoch. Also habe ich jedenfalls vor, dass ich das Auto am Mittwoch in die Werkstatt bringe zum Durchchecken wegen TÜV und dann mal schauen. Entweder kann ich es am Donnerstag gleich wieder mitnehmen mit TÜV oder wir machen einen Termin, dass es TÜV bekommt oder ich lasse das Auto gleich da und es ist weg. Je nachdem, was dann rauskommt bei der Diagnose. Ja, also wenn es mir zu teuer ist, dann lasse ich es mit dem TÜV und dann entsorge ich das Auto und dann bin ich erstmal autolos und dann kann man immer noch mal schauen, was macht die. Ist ja so, dass ich hier nicht zwingend dringend ein Auto brauche. Ja, so ist der Plan. Also bevor ich zur Arbeit muss, kurzes Update. Meine Ohren, ich habe mich entschlossen, die dazu wachsen zu lassen. Also es hat gestern Abend noch so, oder ist ja jetzt auch noch so, als wenn gestern frisch gemacht wurde und nicht als wenn schon fast ein Jahr her ist oder so. Wir haben mir zwar gesagt, dass es normal ist, dass immer so Teig entsteht, aber das finde ich jetzt auf Dauer doch nervig. Also ich hätte schon gedacht, dass es ein bisschen besser abheilt und weiß ich nicht. Naja, vielleicht sind es nur meine Ohren, keine Ahnung. An der Pflege kann es jedenfalls nicht gehapert haben. Gut. Das war's also für heute. Ja, morgen habe ich 12 Uhr Dienst. Und dann, werden wir sehen. Am Mittwoch fahre ich auf jeden Fall in den Uckermark. Alles klar. Gut. Also dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video und tschüss.